beschneiden. So, dann holen wir dich auch mal in, blöder Basilisk. Plupp. Auch hinfällig, der gute Junge. Zweimal Basiliskenfleisch. Huhuhu. So. Dann du hier noch. Das sind jetzt alles Quests, die eigentlich ziemlich easy und schnell erledigt sind. Und da können wir auch bald das erste Fragment schon in den Händen halten. Das zweite ist eigentlich auch ziemlich einfach zu kriegen, sage ich mal. Da sind zwar auch eine Menge Quests, aber die kann man eigentlich alle ziemlich fix erledigen. Und fix ist ja gut, weil wir wollen ja unseren Weg weiter fortsetzen. Und zwar geht es ja danach dann mit dem nächsten Level schon nach Uldum. Und mit Level 84 werden wir uns dann ab ins Schattenhochland machen. Ah, und dann haben wir es ja eigentlich auch schon fast geschafft. Aber naja, ich würde sagen, Schattenhochland ist, glaube ich, somit das anstrengendste Gebiet, sage ich mal. Obwohl es eigentlich auch ein paar coole Aspekte hat. Zumindest wenn man ziemlich weit im Schattenhochland voranschreitet. Da hat man dann doch schon ein bisschen mehr Spaß. Gib mir deine Schlinge. Gib sie mir jetzt. Kleiner Penner. Jawohl. Geht doch. Dass man immer erst beleidigend werden muss. Wie? Oh, ich habe vergessen, den Basilisken zu entnehmen, oder? Ja, da liegt er. Sorry, mein Fehler. Danke. Oh geil, kann man sogar vom Flugmount aus machen. Wie cool ist das denn? Gut, und dann können wir wieder zurückfliegen, unsere Quest abgeben und dann kriegen wir wieder einen Arsch voll Quest. Kreislauf des Lebens. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen epischere Aufgaben als sammeln Muscheln. Das wird unserem Ruf als Helden dann doch schon etwas eher gerecht. Und wir kriegen wieder nur Müll. Legt die Falle mit dem Fleisch am westlichen Ende. Gut, machen wir. Wenn du sagst, Chefin. Und zwar müssen wir jetzt die Steinschuppen-Matriarchen vermöbeln. Die eigentlich sowieso nicht kann. Gut orientierbar an diesem roten Fleck. So, dann legen wir mal das Fleisch hin. Und jetzt kommt die Matriarchin irgendwo hier angesteppt. Oder angeflogen. Irgendwo. Wo bist du? Da. Ja. Ist quasi die gleiche Sorte Drache, nur in groß. Und Elite. Aber die gute wird am Boden festgenagelt. Und hat sonst eigentlich auch nicht so viel drauf. Mordlos! Bang, 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 bang. Ja, scheiße, wenn man nicht weiß, wo ich bin, ne? Ja, und jetzt können wir sie eigentlich ganz gechillt umprügeln. Also drauf hat sie nicht viel von Elite. Ist eigentlich ziemlich billig. Gut, und dann haben wir die Quest auch wieder geschafft. Das geht ja hier echt fix gerade. Bin ich eigentlich auch ganz froh drüber. Weil so schön Tiefenheim auch vom Questen her ist, so schnell müsste man eigentlich auch wieder weiterziehen. Ja, Tapetenwechsel ist immer gut. Dum, 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 dum. Plupp. So, und wir kriegen Müll. Schönen, guten, alten Müll. So, besorgt 8 Zwielicht- oder Drachenkind-Einheiten. Blablabla. Das heißt, killen wieder. Und wir sollen Elementar- und Zwielichttor schließen. Die sind no problemo, machen wir gerne. Als erstes machen wir mal die Tore zu, das geht eigentlich relativ fix. Darum können wir sowieso alles auch killen. So, da ist das erste Tor. Dieses hier. Und hier war irgendjemand unterwegs, das sehe ich. Bang. Das war Tor Nummer 1. Also wieder Gegenstand in der Tasche, dieser Stromstein. Damit kriegt man die Dinger dicht. Ja, hier ist wirklich einer unterwegs. Und zwar auch ein Schurke. Ein Kollege. So, dann fliegen wir hier hin und
schließen dieses Tor hier ebenfalls. Bang, fertig. Und der Gute hängt. Oder hänge ich? Nee. Ich hoffe, dass ich nicht hänge. Aber sieht eigentlich nicht so aus. Plupp, das war der erste. Das ist eigentlich ziemlich auch ganz einfach. Sam tötet Quest, töte 8 einfach nur, was da so rum, was da lebt, oder denkt, es lebt. Oder sich freut, dass es lebt. Boah. Mal kurz eine Fresspause machen. Und ich erspare euch mal wieder die 8 Viecher, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 8 Viecher complete. Und weiter geht's. Was vielleicht interessant ist noch zu sagen, aber sowieso bald unwichtig wird, ist, dass wenn man zu Kataklysmzeiten, also jetzt noch, Schulterverzauberung brauchte, musste man mit seinem Charakter hier auf jeden Fall ehrfürchtig bei Terrasane werden. Und der Weg schon allein bis freundlich ist doch eine ziemlich weit, deswegen sollte man hier wirklich eine ganze Weile questen und wirklich alles eigentlich mitnehmen. Ist aber jetzt eigentlich fast uninteressant, weil Kataklysmen ist in nicht mal mehr, ist in 2 Wochen sowieso Sense. Und dann heißt es Mist of Pandaria und da soll es, glaube ich, dann nicht mehr eine Fraktion geben, die das macht, sondern dann sollen es die Inschriftenkundler machen. So, wir sollen jetzt das obere Fragment der Weltensäule organisieren. Und dazu haben wir hier so einen Banner des irdenen Rings bekommen, den stellen wir hier auf. Genau. Und jetzt kommt der nächste komische Fuzzi-Drachen angeflogen. Abysion, oder wie er heißt. Der hat ein bisschen mehr drauf, aber wir haben diesmal Hilfe. So. Der Typ hat eine ziemlich tückische Sache, und zwar kann er so eine Fähigkeit, wo wir uns dann mal schnell irgendwie irgendwo hinter verstecken müssen. Weil der Gute, da kriegen wir aber so eine dicke Meldung auf dem Bildschirm, davon mal abgesehen. So, jetzt in Deckung gehen. Weil das macht Bums. Schattenova geht in Deckung, hat er sie schon? Ja. Weil die Schattenova macht doch ziemlich guten Schaden. Das ist dann doch wichtig, dass man sich schön versteckt. So, jetzt haben wir mal Ordnung. Und plupp. Und da liegt unser Fragment, was wir natürlich einsammeln. Und damit haben wir das erste Fragment erreicht. Und ich glaube, der Schurke hat nur blöd zugeguckt, anstatt mir zu helfen. Drecksaudi. Und damit fliegen wir jetzt zurück zum Tempel der Erde. Und da können wir jetzt erstmal noch wieder 2 Quests abgeben, weil wir haben ja noch das Netarions Blut, was wir auch noch nicht fertig haben. Ich merke gerade, ich habe keine Kippen mehr, das kotzt mich irgendwie an. Dann will ich mir gleich mal organisieren. Jo, damit haben wir das. Ach ja, das Schöne ist immer, wenn man so ein Fragment abgibt, gibt es auch einen blauen Gegenstand. Wuhu, celebrated. Und ich hoffe, dass es wieder kein Müll ist. Um Himmels Willen, lass es kein Müll sein. Ja. Aber das werden wir, lassen wir uns gleich mal überraschen. Dum, 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 dum. Hallo. So, Blut von Netarion. Dafür gibt's einen Gürtel. Der ist besser als unser jetziger. Und du hier. Oh. Ja, den nehmen wir doch. So, haben wir da gleich 2 Teile abgefasst. Boah, geil. So, hatten wir eigentlich jetzt schon einen besseren Ring? Ja, sogar 2. 85. Du. So, jetzt haben wir einen neuen Ring. Alle schick, 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 schick. Gut. Und wir fliegen weiter. Unser nächstes Ziel befindet sich da hinten.
Hier unten. Wer sich fragt, was das hier ist, das ist die steinerne Kernquest. Weil der steinerne Kern ist nämlich im Tempel der Erde. Nun Stockwerk höher, nämlich da. Aber wir wollen jetzt hier hin. Sprecht mit Spalt Steinbrecher in Steinruh in Tiefenheim. Ja. Die schönsten Namen aller Zeiten. Ding, 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 ding. Ich hoffe, der Schurke geht mir jetzt da nicht auf die Eier. Man steigt nicht in Ruhequest. Ich dachte eigentlich, um so eine Uhrzeit hat man seine Ruhe, aber scheinbar nicht. Es gibt immer Leute, die einen gerade auf demselben Stand sind. Ja. So. Und hier ist die sogenannte Zwergenquest-Reihe. So, wir sollen uns bei denen hier melden. Hallo. Follow me. Okay. So, wir sollen mit Schiefer Treibsand sprechen. Und wieder weg von den Zwergen. Juhu. Geil, mein Erholt-Bonus wird noch bis zum Ende reichen. Und darüber bin ich richtig froh. Dieses Level zumindest. Flup. Hallo. So, und der Junge hat natürlich auch wieder zwei Quests für uns. Und zwar... Ja, erkläre ich sofort. Zum einen dürfen wir uns jetzt hier mit diesen fetten Elite-Monstern anlegen. Aber wir haben so eine komische Axt in der Tasche. Und wenn wir die werfen, dann passiert Folgendes. Plump. Da kommt er auf uns zugestürzt. Und hier, er schrumpft. Und wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Bis er auf unser Niveau ist und wir ihn quasi ganz gechillt umhauen können. Ja. Zweite Quest ist, dass wir von den Deppen hier Elementarerz sammeln dürfen. Komm mal her, ja, du Wüter. Ah ja, der Charge, stimmt. So. Mann, bist du hinter mir? Das gibt's ja nicht. Die Sau. Und die haben eigentlich, glaube ich, eine hundertprozentige Drop-Chance, dieses Erz zu droppen. Also wieder mal zwei ziemlich easy Quests. Das meine ich, also wie gesagt, Tiefenheim ist jetzt herausforderungsmäßig eigentlich ziemlich schwach. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber es ist angenehm. Wenn, weil in Uldum würde man sich das wieder schon wieder teilweise wünschen, beziehungsweise im Schattenhochland, weil da wird es wieder alles ein bisschen knackiger. So. Ja, wieder. Oh fuck. Ich liebe diese Fähigkeit. Das ist wie so ein schöner Oh Shit-Button. So, während ich mich retze, hole ich mir mal schnell Zigaretten. Bis gleich. So, und da bin ich wieder back. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, sag mal, wenn du schon so früh zu arbeiten musst, warum stehst du dann noch früher auf, um aufzunehmen? Ja, das hat folgenden Hintergrund, dass ich ja eigentlich schon am gestrigen Tage aufnehmen wollte, aber dadurch, dass dieser Mist so spontan reinkam, hat es quasi meine Planung durcheinander geschmissen, aber ich will ja weiterkommen und ich will das hier auch noch schaffen. Da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, stehst du halt ein paar Stündchen früher auf und machst das hier. Scheiß auf Schlaf, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Das hat hier Priorität. Ich werde auch sofort, wenn Mist of Pandaria draußen ist, da werde ich auch wieder vorpennen. Ich werde früher ins Bett gehen und dann zum 0 Uhr aufstehen. Ich werde die ganze Nacht durchsuchten, weil ich werde erstmal A, meinen Main-Char etwas spielen, versuchen schnell voranzukommen und dann werde ich B, auch gleichzeitig noch am selben Morgen aufnehmen wollen und C, noch rendern am besten. Also das wird eine ziemlich tricky Sache, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das jetzt alles vereinbare mit mir. Main-Chars müssen gelevelt werden, B, der Schurke muss als Let's Play hochkommen und C soll ja dann auch noch bald mein Let's Play Together starten, dann mit Mist of Pandaria, das wird alles ein bisschen knackig, aber das kriegen wir alles auf der Reihe, das wird alles wird gut. Oh fuck, ja. Hey. Fail, 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 verdammt, verdammt. Boah. Ja, diese Axt sollte man auch benutzen, wenn man sie schon kriegt. Oh Mann, ey. Das passiert, wenn man zu viel redet und sich nicht so richtig konzentriert, ne, Freunde?
Ich bin immer noch geflasht, dass ich bei meiner Gilde jetzt ehrfürchtig bin. Mit dem Schurken. Nicht mal mein Jäger ist ehrfürchtig und mein Jäger ist schon viel länger in der Gilde. Verdammt. Aber, Wayne. Alles ist gut. Alles ist toll. So muss das sein. Da freue ich mich drüber. So, gib mir dein Erz. Erz. Give me your Erz. Ich bin mir gerade bei der, wenn ich so die EP mir angucke, gerade gar nicht sicher, ob wir überhaupt das zweite Fragment sehen. Hat er mich gerade betäubt? Sag mal. Das knallt hier gleich. Okay, hat geknallt. Mann. Und da haben wir den letzten Freiwilligen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Du wirst sterben. Was sagt ihr dazu? Stirb. Wer, du betäubst mich. Da muss ich hier mal andere Seiten auffahren, ne? Da kommt mein Schattenpriester, mach dich platt. Da, genau so einen Mops habe ich hier noch gesucht. Komm mal her, Mopsi. Und. Plüpp. Was ich mich frage, wie schafft es diese Axt, diesen fetten Kloß, so klein zu machen? Bröckelt die was von ihnen ab oder was ist da los? So, die zwei Quests haben wir auch komplett. Gut, dann können wir ja fröhlich frisch abgeben gehen. Und die nächste annehmen gehen. Und geil, schafft das noch. Bis 3 Uhr muss ich es eigentlich geschafft haben. Aber sieht alles eigentlich ziemlich gut aus. Wenn nicht, dann muss ich mich halt noch mehr ranhalten. So, das hat uns sowieso nichts gebracht. Das bringt uns ja auch nichts. Vielen Dank. Ja, eins mit der Erde-Ritual machen wir doch. Bereit. Jo, jetzt werden wir zum Maulwurf. Coole Sache. Knapp 20% nur noch des Levels. Ja, wir dürfen jetzt Maulwurf spielen. Und werden zum ADW geführt. Ja. Zum Arsch der Welt. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und. Ja, wir nehmen nicht mal vor steilen Klippen. Oh Mann. Hier ist fett der Krieg am Wirken, wie ihr seht. Schattenhammerkult gegen Elementar. So, und Quest abgeben. Das war easy. So, jetzt dürfen wir den Lavinius da vorne umkloppen. Hast du was in der Tasche? Wie, du hast keine Tasche, das ist mit dir fahren. Taschen gibt's im Startgebiet, Mensch, Junge. Ist ja traurig, dass du keine hast. Da solltest du mal nochmal anfangen, ja, mit Leveln. Aber 82 sein, ne? Gibt's ja nicht. Stirb jetzt! Und da ist der Lavinius hin. So, und weil sie so nett zu uns sind, dürfen wir jetzt natürlich den ganzen Weg hier selber rauslatschen. Mann. Ah, das machen wir in dem Zustand. Wir sollten die Mobgruppen so ein bisschen umgehen, weil die machen gerne so eine Flächenschadensdinger. Und wenn wir davon getroffen werden, sind wir in Fight. Oh, die drei haben nämlich nichts zu tun. Wie ihr seht, Flächenschaden. Oh Mann, das wird jetzt übel. Nicht machen. Danke. Jo. Und dann bahnen wir uns unseren Weg. Tja. Wenn man nicht Schoko oder Katzendudu, müsste man sich diesen ganzen Weg hier fast rausprügeln, weil man irgendwie hier andauernd irgendwie in Kämpfe verwickelt wird. Und das zackt. Das zackt richtig. Tschüss, ihr Loser. So, dann können wir wieder da hochfliegen, unsere Quest abgeben gehen, uns freuen und dann geht's weiter. Geil. Jetzt sind es nicht mal mehr 20%. Wuhu!
Also ich gebe wirklich, ihr seht, ich gebe wirklich Gummi. Ich will 85 noch werden vor Mist of Pandaria. Und ich tue alles dafür, dass das auch klappt. So, mein kleiner Horst Borsti. Nimm das mal. Danke. So, neue Quests. Haben wir gleich angenommen. Genau. Nee, ist scheißegal. Wir sollen den Segen des Steinvaters gewähren und wir sollen 12 Wegelagerer der Steintroxen umkloppen. Killen und buffen. Buffen geht folgendermaßen: in der Nähe von den Säcken hier so ein Steintotem aufstellen und damit haben sie einen Buff. Das lohnt sich natürlich so, da gibt es auch hier immer so drei Leute, die nebeneinander stehen. Aber ich würde an eurer Stelle einfach mal alles mitnehmen, was hier so kreucht und fleucht. Flup! Können wir eigentlich mal ein bisschen helfen. Das Gute ist, dass sie alle schon angejuckt sind. Wo ich sie nicht komplett runterprügeln. Ja, wir sollen ja, wie gesagt, 12 so eine Hippies hier schnell killen. Schub schneller! Keine Zeit für dich. So, und weiter geht's. Der nächste. Nimm den Buff. Das bist du ungefähr, ne? So. Bis ich seine Aggro hatte, war er schon tot. Ja, das ist natürlich die einfache Variante. Ihr könnt euch natürlich auch die Hippies krallen, die hier einfach so rumstehen und keinen haben. Aber warum? So ist doch viel schöner. Ding, 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 ding. Und ich bin immer noch im Kampf, im Kampf, im Kampf, im Kampf. So. Du hast noch keinen Buff. Damit haben wir schon 7. Das gefällt mir doch alles ziemlich gut. Und vorankommen ist immer gut. Wohin? Fox wollen auch fliegen. Kauf dir einen Mount. Und hin ist er. Da ist er hin. So, da sind nochmal 2 und da können wir die ganzen 4 gleich mitnehmen. Machen wir auch. Buff!